Hallihallöchen, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Custom Quest 2. Weiter geht es. Wir gehen jetzt hier in diesen Bereich hinein. Und ich frage mich gerade, wann wir denn... Hier fehlt auch noch eins. Und hier fehlt auch noch eins. Gut, das weiß ich, das kenne ich. Die Ostseite ist auf der anderen Seite und das wäre hier. Aber was fehlt hier denn noch? Ist ja voll nervig. Könnte da noch an Geheimnissen fehlen? Shady, hast du was Schönes für mich? Die Pharao-Verbesserung. Leg diese Jacke an, um den Voice-Menschen mit jugendlichen Angriffen auszustatten, die mehr Schaden verursachen. Und die, bei Wiederherstellung kriegen sie mehr Leben. Doppelte Kampfgeschwindigkeit. Automatische Wiederauferstellung nach Toten 50% Lebensmittel für aktuellen Kampf. Interessant. Na dann lass uns doch mal kurz gucken, wo es hier noch was gibt. Hier geht es nicht weiter. Hier auch nicht. Also kann es hier schon mal nicht sein. Man könnte vielleicht denken, dass es später bei der Skulptur noch was gibt, weißt du? Wenn die sie fertig gemacht hat. Er sagt, er soll später nochmal wiederkommen. Komm in einem Jahr wieder. Ich trotzdem auch ganz kurz oben abchecken. Aber eigentlich habe ich alles mitgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier wirklich alles mitgenommen habe. Ich bin sehr penibel, was das angeht. So, hier hinten war erledigt. Ne, hier war nur die Piñata gewesen. Hier unten war einfach nur ein, ein Gebäude plus die Kiste hier hinten. Die haben wir aber auch. Jetzt hier weiter. Hoffentlich sind hier keine Gene mehr. Sind doch keine mehr. Sehr gut. So. Hier unten war aber... Ah, was ist hier? Ah, da ist er. Das ist das letzte Geheimnis gewesen. Sehr schön. Da kommen wir da auch. Alles klar. Haben wir hier alle Geheimnisse? Sehr schön, jetzt will ich aber trotzdem noch nach Ostseite. Das missfällt mir, dass, dass ich da noch nicht alles habe. Ich hätte gedacht, es gäbe ja noch einen zweiten Part, weißt du, wo wir da hin könnten. Leider sind wir dort Gegner, das ist echt uncool. Das heißt, da muss man tatsächlich etwas verstecken. Könnte es hier noch was geben? Ich überlege, ob ich was vergessen habe. Hier haben wir alles. Ob ich in die Süßigkeiten wieder reinkomme? Ich denke eher nicht, ne? Das glaube ich eher weniger. Ja, da ist noch was, ne? Ah ja. Habe ich von da so gerade nicht gesehen. Cool. Eine Handling-Karte. Und zwei Glücksköpfe. Au, Alufolienbeißer. Glücksköpfe, wo seid ihr? Nee. Lakaienangriffe sind drei Runden lang nur halb so stark. Interessant. Sehr schön. Und auch hier alle Geheimnisse erfüllt. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal hierhin zurück. Ich weiß gar nicht. Aber da komme ich ja nur hin, wenn ich die Vergangenheit da bin. Okay, das heißt, wir müssen später dahin. Kann ich jetzt also tatsächlich nicht viel machen mit.
Okay, dann gehen wir hier rein. Let's go! Ophirion, das geht so nicht. Hey, aufwachen, Schlafmütze. Das geht so überhaupt nicht. Was würde wohl Overlord White sagen, wenn er diese Schwachstelle im Sicherheitssystem entdeckt? Dr. Medent, was hast du gesagt? Ich meine nur, Overlord White hasst es, wenn man das Dr. Medent weglässt. Willst du damit sagen, dass ich nicht weiß, was Overlord White möchte? Overlord White möchte Sicherheit, deshalb bin ich zuständig. Aber dieser Ort sieht eindeutig unsicher aus. Was passiert, wenn ein Mensch einfach durch die Tür kommt? Was dann? Guten Tag. Wegrennen? Nein, nicht wegrennen! Oh, was für ein Zufall. Jetzt kann ich euch blöd mal zeigen, wie man eine Beseitigung vornimmt. Oh, wir kämpfen gleich gegen den Sicherheitsberater. Interessant, hätte ich nicht gedacht. Ich verstehe, warum Overlord White Kostüme verboten hat. Ihr seht lächerlich aus. Ich werde euch in eine Zelle werfen, wo ihr hingehört. Aber vorher gebe ich euch noch eine schöne Kostprobe meiner Kraft. Wer ist der Nächste? Du, ich lasse dich gleich noch einmal sterben. Noch einmal aussterben. Der hat einen Witz gemacht über das Kostüm, das ist ja lustig. Ach, schade. Nein, wollte ich nicht. Hör mal auf, wenn wir das so eine komische Ansicht zu haben. Okay. Let's go. Ich denke, der wird keine rufen diesmal. Das ist so ein Typ, der alleine kämpft. 150 Schaden. Ophirion ist geschwächt. Wer möchte als nächstes Prügel? Du, ich werde dir zeigen, warum Diplomatie nicht funktioniert. Block, du Lutscher. Oh nein, ich hab's verkackt. Aber sowas von. Ich hab nicht mal einen Nice. Oh mein Gott, ich hab's verkackt. Amazing. Ja, gleich die Hälfte. Ich habe noch eine Tracht Prügel vorrätig. Freiwilliger? Du! Ich lasse dich gleich noch einmal aussterben. Also mein Pterodactylus. Alter, wie viel Leben haben wir denn zum Geier? Holy. 104. Und nochmal. Ich weiß nicht, ob ich meinen Skin nutze. Ich habe vielleicht doch das Gefühl, da könnte noch jemand rufen. Aber ich denke eher nicht, dass er das tun wird. Wir behalten es trotzdem. 112 Schaden. Wahnsinn. Wer ist der Nächste? Du, ich mache jetzt Rührei aus dir. Meine mittlere, wa? Schon wieder der? Was hast du gegen den? Okay, Zerstörungserklärung. Ich unterschreibe dir hiermit, dass du einfach absoluter Vollpfosten bist. Lies das! Oh? 312 Schaden. Krasser Shit. Aua! Können wir den Daumen rennen? Nee, wa? Nicht mit einem Attack, ne, leider nicht. Da habe ich zu viel verkackt, hätte ich mehr amazed sein müssen. Amazinged. Das ist so peinlich, jetzt werde ich bestimmt gefeuert. Was soll ich nur tun? Ich habe keine anderen vermarktbaren Fähigkeiten. Ah! Oh, das war's tatsächlich. Piepser, hält für uns dreifachen Schaden, allein einmal Selbstschaden. 1000 EP, 400 Süßes. Gegenschlag. Du hast Ophirion besiegt. Nein, ich hab verloren. Ihr Blödmänner!
Wir rennen kreischend und panisch weg. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie den Alarm auslösen. Da sind sie. Mom, Dad! Nein! Kinder, bleib weg! Oh nein, wir sind gefangen. Nun, ich schätze, das war's für uns. Ja, wird unsere letzte Hoffnung. Immerhin sind wir alle wieder zusammen. Keine Sorge, irgendwie kommen wir hier raus. Ach, wie süß. Ausbruch zum Anschauen, J drücken. Ach Mensch. Gut, dass wir hier ein schönes Flatterkostüm haben. Ich damage dadurch? Nee. Hey, da ist ein Riss in der Wand. Das könnte etwas sein. Hallöchen. Brauchen wir dann Zauberer? Meinst du, diese Knalltüren sind direkt in die Zelle gelaufen? Der Wissenschaftler. Ja, ich muss nur auf den Knopf drücken. Zahnzentrum. Wo sind wir? Ich weiß es nicht, aber diese Leiter sieht wie ein Ausweg aus. Aber da ist eine Notiz dran. Ich muss ganz zu Jefferson. Sie hat das. Er hat das. Wunderbar. Geht's hier noch weiter? Nein, aber nicht. Hey, hier auf der Leiter befindet sich eine Nachricht. Ich habe gehört, dass ihr ins Zahnlager von Overlord White eingedrungen seid. Ich konnte auch eindringen, um ein paar Kostümteile in seinem Garten zu verstecken. Warum gibst du es mir nicht einfach? Verwende dieses Kostüm, um seine Lasertore zu überwinden. Ihr findet das Muster auf der Rückseite des Zettels. Wenn ich so darüber nachdenke, hätte ich die Kostümteile hier mit dem Zettel erlegen sollen. Ups! Viel Glück, Corvus. Du hast das Muster für das Geistkostüm erhalten. Ah ja. Ins Zahnzentrum. Ins ZZ. Ich bin den Zahn kaputt gemacht. Da oben rechts ist das Forschungslabor. Ich habe schon wieder Kinder gesehen, die sie verstecken. Oha. Wir müssen meine Eltern irgendwie aus dieser Zelle befreien. Ja, lass uns das Gebäude suchen. Hallöchen. Du hast mich gefunden. Wir sind illegal hier eingedrungen und verstecken uns vor den Wachen. Willst du mitspielen? Wenn du alle 6 Eindringlinge findest, erhältst du einen Preis. Ich krieg tatsächlich noch alle vier Tüten. Sehr irre. Wir haben auch schon wieder super viele Süßigkeiten. Oh, eine Kiste. Ein Laken. Andy Laken. Kennt ihr das noch von typisch Andy? Bam. Saft abgedreht. Ich hätte ganz gerne meinen Händler hier. Ich müsste aber extrem weit weglaufen, um ihn zu finden, ne? Den müssten wir gar nicht. Aber ich komme auch gar nicht mehr zum Händler. Weil wir durch das Lasertor nicht mehr zurückkommen. Amazing! Schaden, warum nicht? Okay, mal den da bitte. Schaden trotz Block. Ich glaube, die haben mich nicht richtig geblockt. Da habe ich gerade versucht, wieder zu kontern. So, wohin geht er? Bam! Ich habe leider wieder nicht kontern können. Ach, Menno. Sehr wenig Zeit hat man hier. Schon etwas schade. Uff, 1200 EP, 206 Süßes. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir maximales Süßes haben. Oh, da ist der Händler, wunderbar. Da haben wir ihn ja schon. Werden wir ja nicht herausfinden. Psst, hey, hier drüben. Shady, warum kriegst du es hier in Dr. Whites Zentrum zu kommen? Aus demselben Grund wie ihr, Geschäfte. Seht euch die Waren an. Eine Karte aus dem Sicherheitsgebäude Dr. Whites Allerheiligst. Das ist sehr cool. Dann werden wir uns noch alle Karten kaufen.
Und dann schauen wir mal, was wir hier noch kaufen könnten. Gar nichts davon. Passt erstmal. Pass auf dich auf. Irgendwo anders. Ich kann nicht das Kills sein, wenn hier herumhängt. Ich glaube, damit habe ich fast alle Karten, ne? Auf hier noch 5. 10 Karten für. Das wird noch ganz schön viel. Okay, habe ich nichts gesagt. Was haben wir da? Wusch. Da hat sich wieder ein Kind versteckt. Gut, hier könnte. Wenn wir hier alle 6 Kinder finden müssen, dann dürften die tatsächlich nicht allzu schwer versteckt, sondern ziemlich nah aneinander sein. So groß ist das Areal wahrscheinlich nicht. Wow, du bist wie eine Zahnbürste, mit der man die schwer zu putzen und Stellen erreicht. Süß von dir. Ich bin einfach ein absolut krasser Typ. Oh, du willst auch wieder eine Karte haben? Ich weiß, ich sollte nicht hier drin sein, aber ich muss wirklich dringend eine Schmatzerkarte finden. Du hast nicht zufällig eine gesehen? Ich habe keine, aber wenn ich eine hätte, würde ich sie gerne mit dir tauschen. Nun, ich habe eine Zungenknotenkarte, die ich dir gehört, wenn du eine findest. Du hast noch keine Schmatzer, oder? Nein, nicht so noch. Alles klar. Wir müssen von da oben runterspringen. Das machen wir gleich mal. Um diese Kiste zu bekommen. Was ist auch noch ein Snail. Patsch! Blip! 700 Leben. Aber gegen die kann ich doch die Karte nutzen, oder? Ja. Badim. Was haben wir sonst noch für Karten? Okay, der Rest ist eher so wirklich für einen richtigen Bosskampf. Nicht für sowas. Ich meine, jetzt verliert er 215 Leben oder 214. Schon böse, oder? Nächste Runde haben wir schon gewonnen. Schon wirklich sehr böse. Die war mal stärker gewesen, glaube ich. Ich habe einen modrigen Hügel. Allein für den Rest des Kampfes tut sich Feuerschaden. Oh, und 2000 EP und ein bisschen Süßes. Ich brauche etwas Wasser, eine Schere. Wie komme ich darüber? Ah, lol. Da hast du dein Wasser. Lass uns erstmal den Garten abchecken. Und damit haben wir das Kostüm fertig, glaube ich. Technikstoff. Ich bin ein Geist. Hey, ich frage mich, ob dieses Kostüm uns helfen wird, meine Eltern zu befreien. Probieren wir es aus. So, du kommst erstmal wieder zurück dahin. Ja, du kriegst den da und du kriegst den Jefferson. Aber wir gucken uns natürlich selbstverständlich erstmal dieses wunderschöne Kostüm an. Kostüm und für Geist. Mit diesem gruseligen Geist kannst du deine Feinde am besten heimsuchen. Fokus Verteidigung. Kampfbesonderheit Towerhusten. Gewährt einem Freund das Geschenk der Unsichtbarkeit, um seinen erlittenen Schaden zu reduzieren. Erkundungsfähigkeit keine. Herkunft, die Teile des Kostüms waren überall in Dr. Whites Zahnzentrum verteilt. Schon ein bisschen räudig, oder? Dieses Zahnzentrum. Jetzt die Frage, kann ich wieder zurück? Ich glaube eher weniger, war. Dann lasst uns erstmal alles abgerasen hier. Hallo? Müssen tröten. Er stört. Eine Halloween-Karte. Ein super mega großer Schokoriegel. Alle Schwächungen, die von Chang ausgehen, fallen auf sie zurück. Mhm. Keine Ahnung. Was ihr mir damit sagen wollt. Da geht's zum Labor. Im Irrgarten sind wir gleich fertig oder im Labyrinth hier. Da haben wir alles abgegrast. Jetzt hier auch noch runter? Ah ja, zur Pinata. Ist okay, ich besiege das schon gerne. Aber gerne mit einem Vorteil.
Weg ist er. Ist er schon tot? Nö, geht doch gar nicht so viel Damage, wie ich gedacht hätte. Und zwei Runden noch wahrscheinlich, ja? Ist ja schade. Gelee-Schnäbel setzt abgesetzt mit einer anderen Karte der anderen Karten in einem aktiven Kartenstapel zurück. Ah ja, cool. Wir kriegen super viel Belohnung. Holy moly. War nicht noch irgendwo einer? Will ich auch noch haben. Ja. Dann sind wir zumindest hier unten schon mal fertig. Dann müssen wir nur noch den oberen Teil clearen. Amazing! Voll stylisch, wie du abgehst. Und rendert das so ein schöner AOE-Attack. Hab's gehört. Uff. Wollen wir die Zahnrunde gleich mal killen. Sehr schön. Ich glaube, ich hab geblockt. Ich will immer die Pfeiltasten drücken nach unten, aber ich muss immer mit WASD steuern. Verwirrend manchmal. Ich hätte den bösen Beißer-Kill mit Haley. Erfahrungen, 207 Süßigkeiten, schon echt böse. Böse viel. Übrigens, Freunde, leider sind wir schon. Ich habe wirklich Durst. Ja, ja, ich weiß, wir gehen was trinken. Wir sind leider schon wieder am Ende der Folge angekommen. 10.000 Erfahrungen für uns noch fürs nächste Level ab. Aber das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns bis dahin, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.